Hallo zusammen und willkommen zu meinem Impromptu-Mini-Let's Play von Don't Starve. Impromptu, weil ich das Spiel gerade eben erst geschenkt bekommen habe. Vielen Dank nochmal an Galado Mond dafür. Und Mini, weil es ein quasi Roguelike ist. Also Roguelike, für die, die das nicht kennen, das waren die ganz alten Rollenspiele, wo man quasi nur ein Leben hatte und wenn man gestorben ist, war das ganze Spiel vorbei, der ganze Speicherstand war weg. Und so ähnlich ist das hier auch gehandhabt. Das Spiel an sich ist ein sehr skurril designtes Survival-Game, also ähnlich wie Terraria und Minecraft, aber allein schon wie die Aufmachung war, hat mich total überzeugt, das Spiel zu spielen und mich auch soweit schon motiviert, hier gleich ein Let's Play zu machen. Ich habe mal kurz reingespielt, ich habe 2 Tage überlebt und wurde dann gnadenlos niedergemetzelt. Also ich kenne schon die Grundlagen von dem Spiel, aber nicht wirklich viel. Das heißt, es wird größtenteils blind sein. Na gut, fangen wir einfach mal ganz kurz an. Oder ganz schnell. Play. Neues Spiel. Wir können hier den Gentleman auswählen. Der als Bonus hat, er kriegt mit der Zeit einen Bart. Ja, kein sehr toller Bonus. Anscheinend kann man noch andere Charaktere, viele andere Charaktere. Okay, 1, 2, 3, 4 andere Charaktere freischalten. Aber jetzt haben wir erstmal nur ihn. Spielen. Bist du fertig? Ja, bin ich. Flup. Hey, du siehst nicht besonders gut aus. Du solltest lieber was zu essen finden, bevor die Nacht hereinbricht. Das ist schon mal der kuriose Anfang. Und, was ich sehr toll finde, es gibt kein Tutorial. Also man muss wirklich alles selber lernen. Laufen tut man einfach mit linker Maustaste gedrückt halten oder auch hinklicken. Und man hovert dann mit der Maus einfach über irgendein Ziel und dann sieht man, was man damit machen kann. Also hier zum Beispiel gerade die Beeren aufpflücken. Hier haben wir Bäume, die können wir leider noch nicht hacken. Hier sehen wir unser Menü von Sachen, die wir herstellen können. Zum Beispiel unsere Axt, um Bäume zu fällen, bräuchte einmal Twigs, also Stöckchen, und Flint, also Feuerstein. Das heißt, ich schnapp mir mal so ein Stöckchen von diesem Sapling und schon können wir die Axt basteln. Wusch, 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 wusch. Tada! Ja, unsere Axt 100%, die geht sehr schnell kaputt. Also ich hämmer mal eine Weile drauf ein. Ein Baum und schon fast 10% weg. Dafür nur ein Lock. Die können manchmal mehr droppen. Aber gut, ich sammle erstmal in schöner Survival-Manier alles ein, was mir unter die Flinte kommt. Denn man kann eigentlich fast immer alles davon gebrauchen. So, Karotten, sogar Blumen nehme ich alle mit. Und da sind noch mehr Saplings. Die Stöcke braucht man ja für die Werkzeuge, deswegen sollte man die auf jeden Fall immer mitnehmen. Das nächste Werkzeug, was ich gerne hätte, wäre die Pickaxe. Auch wenn wir bisher noch keinen Stein gefunden haben. Und immer schön ein Auge auf die Uhr da oben rechts behalten. Wenn es dunkel wird, kriegen wir ein Problem. Denn es wird richtig, richtig, richtig dunkel. In meiner ersten Nacht war ich da echt verwundert, was denn da jetzt los ist. Und dann plötzlich wurde ich im Dunkeln angegriffen und es war dann panisches Weggelaufen die ganze Zeit. Aber ja, sehr schöne Stimmung bei dem Ganzen. Genau, das war mein Fehler. Ja, was zur Hölle bist du? Dich greif mir mal an. Ja, lauf ins Meer. Wir treiben diesen komischen, was auch immer das ist, ins Meer. Ein Drumstick. Also eine Hähnchenkeule. Okay, das habe ich bisher noch nicht gehabt. Also anscheinend kann man aus den Büschen auch was rausjagen. Bisher nehme ich das alles nur mit, um später ein Lagerfeuer zu bauen. Aber gut. Oh, der Vogel hat gerade Samen dagelassen. Die nehmen wir auch mal mit. Wir haben ein begrenztes Inventar. Ich weiß nicht, ob wir ein Tragelimit haben, also ein Gewicht. Aber es sieht nicht so aus. So, das sieht doch schon besser aus. Pinecone und 2 Holzscheite. Oh, ein Hase. Die verschwinden manchmal in diesen Löchern, aber ich habe es schon mal geschafft, einen so zu erschlagen. Ich weiß noch nicht mehr wie. Also mit einer Schaufel kann man die Löcher aushebeln, aber die sind trotzdem tierisch flink. Na gut, gucken wir mal ganz kurz. Lebenspunkte sind voll bei 100, Essen ist bei 71. Ich weiß nicht, was passiert, wenn das Essen runtergeht. Also ich habe mich in den 2 Tagen, die ich bisher überlebt hatte, recht gut ernähren können.
heißt, ich weiß nicht, ob das ab einem gewissen Wert, sagen wir mal 50, irgendwelche negativen Auswirkungen auf uns hat. Aber das könnten wir auch einmal mal testen. Das heißt, wir essen jetzt nichts, bis wir, sagen wir mal, auf 40 sind. Und gucken, ob das irgendwie dunkler wird oder ob wir langsamer laufen können. Das wäre schon mal ganz schick. Chop, 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 chop. Auch recht nett, finde ich, dass man die ganzen Sachen, die wir jetzt gerade gepflückt haben, oder den Sapling hier zum Beispiel, die können wir ausbuddeln und woanders neu einpflanzen. Ich habe auch noch nicht rausgefunden, wie man denn das wieder dazu bringt, dass die auch wieder Früchte tragen. Denn man braucht da wohl anscheinend Dünger für. Also, natürlich ein Dünger. Ich habe nur keine Ahnung, wo wir den herbekommen. Die meisten Tiere hier sind entweder zu klein oder hinterlassen keinen Dünger. Na gut, ich sollte mich darauf konzentrieren, die wichtigen Sachen zu finden. Denn es wird bald Nacht. Die Karte sagt, da sind Spinnen. Das da könnte Stein sein. Da gehe ich nochmal hin. Kann ich hier irgendwie einen Wegpunkt setzen? Nein, kann ich nicht. Also, Süd. Ost, Ost, Süd. Oder wie auch immer das heißt. Primär Osten, ein bisschen Süden. Oh, hier ist anderer Untergrund. Okay. Da ist der Stein. Oh, jede Menge Stein. Sehr schön. Da wir nämlich auch für die meisten Waffen Flint brauchen und hier Flint rauskommt, ist das echt praktisch. Also, erstmal eine Pickaxe. Dann tauschen wir die Axt gegen die Pickaxe und kloppen dann dabei drauf ein. Nanu. So, Flint, Steine und die Nachricht, es wird spät. Das sollten wir auch ernst nehmen. Ich mache einfach mal hier ein Lagerfeuer hin. Dann können wir die Nacht noch durcharbeiten. Wie sich das gehört. Nee, okay, da ist gut. So, unser Lagerfeuer. Das geht auch mit der Zeit aus. Das heißt, kann man immer wieder nachfeuern mit den Baumstämmen, aber auch mit Gras. Und ich glaube sogar den... Genau, man könnte sogar Blumen reinwerfen, aber ich denke mal, das bringt fast gar nichts. Essen kann man auch kochen, habe ich rausgefunden. Muss man zwar jedes Mal klicken, aber es bringt wesentlich mehr Nahrung. Und wenn es gekocht ist, bringt es auch Lebenspunkte. Da sind wir zwar jetzt noch voll, aber ich denke mal, es wird sich recht schnell ändern. So, die Beeren können wir auch noch schnell verkochen. Schwupp, schwupp, schwupp. Und solange wir noch einigermaßen Licht haben, laufe ich mal ganz kurz zu dem Baum da hinten. Vielleicht können wir noch ein bisschen Holz schlagen, bevor die Nacht aha einbricht. Nee, 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 nee. Uah, komm, 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 komm. Das meine ich mit stockfinster. Also, es wird normalerweise ja eh immer im Video dunkler als beim Spieler, selbst wenn man Videos hochlädt auf YouTube. Aber selbst für mich ist das da absolut schwarz. Und ich finde das sehr gelungen. Das bringt eine richtig schön bedrückende Stimmung, weil man nicht weiß, was hier so draußen rumwuselt. Und am Anfang hatte ich auch gar nicht die Ressourcen für das Lagerfeuer. Ich hatte nur so eine ganz kleine Fackel, bin damit durch die Nacht gelaufen. Also, nachdem ich schreiend vor der Spinne weggelaufen bin. Aber oh, 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 oh. Das Campfire geht bald aus. Eins, zwei, ich hoffe zwei reichen erstmal. Es dauert ja nicht mehr sehr lange, bis Tag wird. Also arbeiten wir einfach weiter. Hack, 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 hack. So, können wir irgendwas Neues bauen? Wir haben kein Gras mehr für ein neues Campfire. Wir können eine Fire Pit machen. Eine sicherere und effizientere Campfire. Können eine Fackel machen? Nein. Wir könnten eine Falle bauen. Oh, damit könnten wir die Hasen vielleicht kriegen. Braucht man bei jede Menge mehr Gras. Das schnappe ich mir hier mal weg. So, was haben wir hier noch? Ein Farmplot. Und da brauchen wir diese Düngehaufen. Oh, er hat Hunger. 32 sind wir schon. So. 58. 71. 85. Also mir ist keine Veränderung aufgefallen in der Gehgeschwindigkeit. Er hat halt nur gemeckert. So, Feuer geht gleich aus, aber ich werfe mal keinen neuen Scheit drauf, denn es müsste jeden Moment Tag werden. Ich nehme lieber die Axt in die Hand, weil ich glaube, die Axt macht mehr Schaden. Sieht zumindest brachialer aus. Ah, ja, sehr schön. Tag ist da. Dann schnappen wir uns doch mal das ganze Gras hier.
Da wir anscheinend jede Menge Gras brauchen für alle möglichen Sachen. Halten dann noch Ausschau nach irgendwelchen Düngerhaufen. Also ja, wir wissen alle, was gemeint ist. Oh, was war das gerade für ein Geräusch? Oh, das ist eine Straße. Kann man darauf schneller gehen? Nö. Hase, Hase, Hase. Das ist doch albern. So, ich gehe mal von hinten rum. Naja. Okay, wir brauchen eine Schaufel. Komm her. Schaufel. So. Oh, unser Inventar ist schon fast voll. So, dann machen wir das mal zu. Und das mal zu. Und jagen dann die Hasen. Ist da, oh, da ist noch ein Hasenloch. So, jetzt komm her, du kleines. Ne, sind zu schnell. Aber ja, so könnten wir sie wenigstens in die Fallen reinlocken, anstatt dass sie immer in ihren Bau zurücklaufen. So, die Bären nehmen wir noch mit. Oh, das wollte ich jetzt gar nicht. Ja, wir können jetzt den Busch neu einpflanzen. Aber wie gesagt, ich habe dafür keinen Dünger. Wir sollten unser Zeug mal irgendwo lagern. Ich weiß nur nicht, ob die Sachen liegen bleiben. Und da wir noch kein richtiges Lager haben, macht es auch keinen Sinn, wieder zurück nach Nordwesten zu laufen. Also gehen wir doch mal Richtung Stein Süden. Und ich sollte viel mehr Gras holen. Dann kann ich mir mal diese große Feuergrube nicht schon wieder buddeln. Komm, wo ist die Axt? Also ja, jede Menge Gras sammeln, damit ich so eine große Feuergrube mir mal zulegen kann. Und dann benutzen wir die Stelle, wo die große Feuergrube ist, als vorläufiges Lager. Und noch haben wir genug Ressourcen drumherum, dass sich das lohnt. Ich denke mal, man sammelt hier mit der Zeit die ganze Umgebung leer und muss dann irgendwann weiterreisen. Also ein richtig permanentes Lager wird man gar nicht erst erstellen können. Halt eher so eine Reihe von kleinen Lagern von einem Gebiet ins nächste. So, jetzt haben wir schon 17 Grasbüschel. Das müsste doch langsam reichen. So, die Falle, was braucht die? Die braucht 2 Stöckchen. Oh, davon könnte man mal ein paar bauen. Stöckchen, Stöckchen. Das waren die Twigs, genau die da. Ah, sehr schön. 1, 2. So. Oh, da oben ist wieder dieses doofe Spinnenei. Erstmal buddeln wir das eine Loch hier aus. So, dann bauen wir hier eine Falle hin. Sagen wir mal da. Ist sie jetzt gespannt? Ich hoffe mal. So, und da laufen wir hinter den Hasen. Und schicken ihn da runter. Und er läuft dran vorbei. Ich hoffe, das lohnt sich. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Warum bist du da nicht? Doofes. Ja gut, nächster Versuch. Du vielleicht von der Richtung? Jetzt verbringe ich den halben Tag damit, einen doofen Hasen da reinzulocken, wo wir eigentlich gar keinen Hunger haben. Nö, klappt nicht. Vielleicht ist das ja auch einfach nur für Monster gedacht. Das kann natürlich auch sein. Na gut, wo stellen wir jetzt unser Lager auf? Ein bisschen weiter südlich. Hier nahe der Straße. Vielleicht bringt das ja irgendwas. So, Feuer. Große Feuerstelle. Fehlen 2 Steine. Oh, das kriegen wir noch hin. Wo ist meine Pickaxe? Da ist meine Pickaxe. Hier war Stein, da war Stein. Der Abend rückt nämlich immer näher. Ah ja, das da oben sind übrigens Forschungspunkte. Man kann hier eine Forschungsmaschine bauen. Dafür braucht man allerdings Gold. Und dann setzt man diese Maschine einfach alle möglichen Sachen rein. Also man kann wirklich anscheinend alles da rein tun. Und dafür kriegt man eine bestimmte Anzahl an Forschungspunkten. Und dann kann man nach und nach halt neue Ausrüstung freischalten. So, große Feuergrube. Hier mal so hin. Tada. Vielleicht hätte ich warten sollen, bis es dunkel wird. Nee. Oh, wir haben gar kein Holz mehr. Schnell noch Holz hacken. Da ist ein Rabe, den habe ich auch vorher noch nicht gesehen. Aber ja, ich habe wahrscheinlich recht vieles noch nicht gesehen. Das Einzige, was ich an Gegnern bisher gesehen habe, sind diese kleinen Krabbelspinnen. Also einmal kamen welche aus dem Ei raus, als ich da aus Versehen
draufgehauen habe. Und das andere Mal, als es Nacht wurde, sind die einfach so aus dem Gebüsch gekommen. Oh, das sollten wir noch mitnehmen. Zack. Ja, drei Baumstämme, das reicht schon. Oder Holzscheite. Neues Gras nehmen wir trotzdem mal mit. Und dann stellen wir mal hier eine Falle auf. Und bauen gleich noch ein, zwei davon. So. So. Stellen wir auch alle hier so hin. Und wenn ein Gegner kommt, dann laufen wir einfach in die Richtung. Wo ist Falle Nummer 3? Da ist Falle Nummer 3.